Prinzessin Mary, Kette mit Initialen 5 ganz besonderen Menschen. Am vierten Tag ihrer Indienreise setzt Prinzessin Mary auf Braun. Ihren leichten Hosenanzug aus Leinen von der Luxusmarke Max Mara kombiniert die Prinzessin mit einem cremefarbenen Top mit Knotendetail derselben Marke. Dazu trägt sie braune Lederpumps und große goldene Ohrringe. Den Hals der Prinzessin zieren zwei goldene Ketten mit einer besonders süßen Botschaft. Auf einer der zwei Ketten befinden sich die vier Anfangsbuchstaben C, I, V, J ihrer Kinder: Prinz Christian, 17, Prinzessin Isabella, 15, Prinz Vincent, 12, und Prinzessin Josephine, 12, weder die andere Kette ist mit dem Buchstaben F versehen, der für ihren Mann Prinz Friedrich steht. Es scheint, als habe Prinzessin Mary für ihren Trip nach Indien ein klares Fashion-Motto: Farbe, Muster und Recycler. Auch an Tag 3 zeigt sie sich in einem Kleidungsstück, das sie bereits zuvor getragen hat. Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Friedrich wohnt sie der Eröffnung der dänischen Wirtschaftsförderung Partners for Green and Sustainable Progress in Neu-Delhi bei und präsentiert sich in einem altbekannten Look. Ihr schwarzes Outfit bestehend aus weiter Hose und Short peppt sie mit einem wild gemusterten Mantel von Etro auf, den sie bereits im April 2018 getragen hat. Zu dem auffälligen Piece kombiniert sie eine ebenso auffällige, lange Statement-Kette. Am zweiten Tag ihrer Reise nach Indien besuchen Prinzessin Mary und Prinz Friedrich die Gedenkstätte Reichardt. Dafür hat sich die 51-Jährige ein helles Midi-Dress mit buntem Blumenprint aus Crepe de Chine von Wilzenko ausgesucht. Nach dem ca. 3.500 Euro teuren Rock von Tag 1 schlägt auch dieses Kleid ordentlich zu Buche. Rund 1.500 Euro kostet das Luxuskleid. Dennoch denkt Mary nachhaltig. Das Kleidungsstück ist nämlich nicht etwa neu, sie hat es zuvor schon getragen. Den zweiten Abend beenden Mary und Friedrich als Ehrengäste bei einem großen Dinner anlässlich der dänischen Geschäftsförderung im Land. Für das elegante Event wechselt die Kronprinzessin in eine schicke Abendtroppe. Das fließende Dress mit seitlichem Neckholder erstrahlt in einem starken Erdton. Auch bei ihrem dritten Look setzt Mary auf einen Recycler. Das Kleid von Sören Le Schmidt unterstreicht ihre zarte Eleganz. Mit Statement-Ohrringen und Blumen im Haar verleiht sich Mary eine leicht verspielte Note. Prinzessin Mary und ihr Mann Prinz Friedrich sind mit einer Wirtschaftsdelegation in Indien zu Gast. Zum Auftakt ihrer Reise besuchen sie den Taj Mahal. Dafür hat sich die dänische Prinzessin einen Rock aus ihrem Bestand ausgesucht. Das farbenfrohe Piece von Etro ist mit seinem auffälligen Preisleihmuster nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern schlägt auch ganz schön zu Buche. Denn der schwingende Maxi-Rock ist aus reiner Seide, Kostenpunkt etwa 3.500 Euro. Dazu kombiniert die 51-Jährige eine weiße elegante Bluse und einen Taillengürtel. Goldener Schmuck rundet den Look ab. Cantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.